Pfeile hier durch die Gegend springen. Das ist richtig gefährlich. Wir haben eine Angel, mit der wir die Rüstung von Gegnern klauen können. Man darf nicht mit Klamotten baden. Hallöchen und willkommen zu einem richtig abgefahrenen Minecraft-Abenteuer, zu einer ganz neuen Mod. Mit mir, dem gelben Streber, dem Kopper. Heute sind wir wieder in der Schule und werden uns neue Verzauberungen anschauen. Pfeile, die wie ein Flummi hüpfen, Mitspieler entwaffnen, können Gläser zerschießen und Gemüse, Gegner zu uns ziehen. Es gibt sogar Trolleffekte und vieles mehr. Das sind über 40 neue Verzauberungen. Das wird lustig, wenn wir alles getestet haben. Dann bekommen wir Kekse, habe ich gehört. Und Salumpi ist natürlich auch dabei. Hallöchen. Demnach geht es los. Wehe, wir werden wieder von der Schule geschmissen. Wehe. Kommen wir zum ersten Unterricht. Hier haben wir unser Lieblingsfach. Mathe. 2 und 2 macht 5 und so ein Quatsch. Ich verstehe das nicht. Wieso haben wir Mathe? Wir spielen auf einfach. Mathe ist schwer. Unsere Mitschüler sind auch schon da. Und der Lehrer. Hallöchen. Hallo, Le Kröte. Was? Besiege Gegner mit 9 Schwertern. Nur wenn ich Kekse bekomme. Aua, das wird so cool. Es gibt 8 neue Verzauberungen für Schwerter. Die müssen wir ausprobieren. Direkt mitgenommen. Vielleicht finden wir ein richtiges OP-Schwert. Wir sollten das draußen ausprobieren. Drinnen wird es dreckig. Hier haben wir einen Werfer, da können wir es testen. Ab geht die Fahrt. Schwert 1. Sofortiger Tod. Sollten wir irgendjemand damit schlagen, dann ist er Matsche. Du legst den Scheiter und ich die Monster um, okay? Wen können wir denn hauen? Hey, kleiner Zombie-Pigman. Hast du dich verlaufen? Sowas können wir doch nicht besiegen. Und zack. Ah, was willst du denn jetzt? Nein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Geh weg. Es ist nicht so besonders, aber das ist ja erst der Anfang. Zu den richtig krassen Effekten kommen wir ja noch. Als nächstes Blitzschwert. Damit können wir allen Mobs einen Blitz mitgeben. Hey, Doofbewohner. Scheint nicht der Hellste zu sein. Ha, lol. Es wurde zur Hexe. Das habe ich ja voll vergessen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Geh weg. Ich mag dich nicht. Nein, was? Oh Mann, die Verzauberung ist ja geisteskrank beim Schwert. Ich will nochmal. Moment, wir bekommen auch Schaden. Da war ja was. Ich glaube, der Lehrer hat sie nicht mehr alle. Was ist das für einer? Als nächstes haben wir Paralyse. Mit diesem Schwert können sich Gegner und Mitspieler nicht attackieren. Das ist perfekt. Du bleibst für immer bei mir. Wir werden Freunde, ob du willst oder nicht. Ich kann dir so viele Lokopa-Videos zeigen, bis du gelb wirst. Da, dann Swiftness-Schwert. Wie cool ist das denn? Unser Schwert lädt sich gar nicht auf. Wir können ohne Pause zuschlagen. Moment, wir sind in der Schule. Schwert ohne Pause? Schule ohne Pause? Was ein Müll. Natürlich will ich Pause. Dann will ich es nicht mehr haben. Als nächstes Lebensraub. Sollten wir Herzen verloren haben, dann können wir durchs Zuschlagen viele Herzen regenerieren. Das ist mega cool. Was lernen wir daraus? Nicht, Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist die Lösung. Wir sind wie ein Vampir. Wir saugen die Energie aus. Dann Entwaffnungsschwert. Das ist stark. Wenn wir dieses Schwert nutzen und gegen einen Gegner kämpfen, dann können wir seine Waffe klauen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wäre cool, wenn man damit Kekse klauen könnte. Ich hab Hunger. Er hatte keine Kekse dabei gehabt. Er war einer von den Bösen. Überlegt euch das mal. Stellt euch vor, eure Freunde hätten eine OP-Waffe. Ihr haut ihn und schwupps habt ihr sie. Fliegendes Schwert. Das müssen wir ausprobieren. Los, Schwert. Flieg und Sieg. Hä? Wieso fliegt das fliegende Schwert nicht? Na toll, es ist kaputt. Spaß beiseite. Ein ziemlich einfacher Effekt, wenn wir irgendeinen nicht mögen, weil er eine Monobraue hat oder so. Einfach hauen. Zack. Ha, da geht er hin. Er ist im Baum. Es ist Mowgli. Das war aber nicht so geplant. Was? Ah, es greift uns an. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist... Moment. Lol, der ist eingeschlafen. In der Schule. Diese Effekte können wir auch mit einem Bogen auslösen. Echt gut gemacht. Ha, bei mir geht der Lehrer an die Decke. Ah, ah. Das war doch nur ein Scherz, Mann. Wieso haut er mich? Kommen wir zum nächsten Unterricht. Hoffentlich kein Sport. Ich hasse Sport. Als nächstes haben wir Sport. In der Schwimmhalle. Hier spielen wir mit 9 Bögen. Echt cool. Hier sind schon unsere Quietscheentchen. Hallöchen. Schnell die Badehose angezogen. Moment. Perfekt. Da geht die Sonne auf. Hier drüben haben wir schon die Lehrerin. Hallöchen. Hallo, gelbe Poolnudel.
Was? Willkommen zum Schwimmunterricht. Schieße alle ab, die sich nicht an die Baderegeln halten. Abschießen? Die sich nicht an Baderegeln halten? Bist du bescheuert? Was ist denn falsch mit dir? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Nicht ohne meine Schwimmflügel. Wir haben 17 neue Bögen mit echt krassen Effekten. 17. Die müssen wir ausprobieren. Bogen Nummer 1. Back to Chamber. Pfeile, die wir schießen, bekommen wir wieder zurück. Okay. Wer hält sich nicht an die Regeln? Schaut euch die gelbe Boje an. Da ist einer ein Keks im Wasser. Nein. Was ist denn falsch mit dir? Du hättest uns einen abgeben können. Wir sind hier der Bademeister. Was ein Blödmann. Seht ihr das? Wir bekommen die Pfeile zurück, aber nur, wenn wir treffen. Bei der dicken Zielscheibe, da kann man nur treffen. Homing. Mega abgefahren. Die Pfeile fliegen automatisch zum nächsten Gegner. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ist das nicht großartig? Das ist der Hammer. Wie das aussieht. Diese Kurve. Ich meine, das liegt an mir. Ich kann gut zielen. Ich schieße nie daneben. Lö. Robin Hood ist am Start. Kennt ihr schon den Flummi-Bogen? Wenn wir damit Pfeile schießen, dann springen die durch die Gegend. Das ist richtig gefährlich. Mega abgefahren. Moment. Das könnte ins Auge gehen. Ah, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Lol, wieso greifen die uns an? Was ist denn falsch mit denen? Wie die Pfeile hier durch die Gegend springen. Das macht richtig viel Spaß. Das wäre perfekt für eine ganz neue Challenge. Gott, oh mein Gott. Was ist das hier? Die Schule ist ja gemeingefährlich. Als nächstes, explodierender Bogen. Hey, ich glaube, der will vom Beckenrand springen. Lol. Was zur Hölle? Kann das sein, dass das der echte Bademeister war? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ein Glück haben wir den schnellen Bogen. Damit können wir ganz schnell Pfeile nachladen. Schaut euch an, wie ein Maschinengewehr. Was wollt ihr tun? Ihr könnt gar nichts. Wir haben sogar einen Bogen, mit dem wir Bowling spielen können. Damit können wir ganz viele Gegner auf einmal abschießen. Mega abgefahren. Das macht so einen Spaß. Yay, kleine grüne Kegel. Dann True Shot Bogen. Die Gravitation wird ignoriert. Der Pfeil fällt gar nicht zu Boden. Wenn wir keine Wand in der Nähe haben, dann fliegt er unendlich weit. Damit können wir Gegner aus weiter Entfernung abschießen. Was ist hier draußen eigentlich? Habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Hier ist ein Schild. Kürbisprojekt Klasse 2A. Das will ich mir anschauen. Ein Glück, dass wir einen Bogen dabei haben, mit dem wir Klaas kaputt machen können. Damit kann man aus weiter Entfernung die Gläser von der Base seines Freundes zerstören. Man kann richtig trollen. Das ist ja cool. Da kann niemand was gegen sagen. Hab ich schon gesagt, dass ich Kürbisse nicht mag? Habt ihr schon mal Kürbisse gegessen? Kürbisse schmecken wie Schnürsenkel. Glücklicherweise können wir mit einem Bogen Kürbisse und Melonen vernichten. Das ist perfekt. Wehe, jemand verpetzt mich. Das hier ist der ultimative Trollbogen. Damit können wir Pfeile durch die Wand schießen. Wie awesome ist das denn bitte? Damit kann man Mitspieler durch die Wand in der Base treffen. So einen brauchen wir auf jeden Fall. Wieso gibt es sowas nicht in Vanilla. Die restlichen Bögen gehen wir etwas schneller durch. Fackelbogen. Damit können wir überall Fackeln hinschießen. Echt praktisch bei großen Höhlen. Transposition-Bogen. Damit können wir Gegner zu uns ziehen. Das ist auch nicht schlecht. Mehr Big Mac. Ich muss dir was sagen. Ah! Teleportation. Damit können wir uns irgendwohin teleportieren. Ich will mich aus dem Unterricht teleportieren. Ganz wichtig, wir haben zwei neue Angeln. Moment mal, der kleine Kevin will vom 10-Meter-Brett springen. Bist du bescheuert? Das ist gefährlich. Du kannst dir die Beine brechen. Komm her. Hey, Kleiner. Raus aus dem Wasser. Ich liebe diese Angel. Damit können wir einfach jeden hier rausziehen. Nein. Du darfst nicht im Wasser essen. Als nächstes, Snitching. Damit können wir die Rüstung von Gegnern klauen. Das ist so witzig. Er zieht blank. Man darf nicht mit Klamotten baden. Damit kann man andere so nerven. So viel zum Sport. Bevor wir zu den Trolleffekten kommen, als nächstes haben wir Erdkunde. Erdkunde. Alles andere ist Dreck. Hallöchen. Teste die neuen Spitzhacken. Hier haben wir 7 richtig abgefahrene Spitzhacken. Vielleicht können wir davon eine klauen. Mit einer Verzauberung können wir jeden Block klein schnell abbauen. Richtig schnell. Schneller als die Copyzei erlaubt. Nächste Spitzhacke. Je häufiger wir den gleichen Block abbauen, desto schneller. Richtig gut, wenn man Steine sammeln muss. Oder nur Eisen. Wir haben eine Verzauberung, mit der wir schnell Obsidian abbauen können. Um ehrlich zu sein, schnell ist was anderes. Schnell von der Firma langsam oder was. Zufällige Spitzhacke. Ich liebe diese Spitzhacke. Wenn wir mit der Spitzhacke Blöcke abbauen, dann bekommen wir irgendwelche Items. Wie bitter wäre es, wenn man aus Diamanterz Erde bekommt. Ah, das ist nicht immer perfekt.
Lol. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Seht ihr, was wir bekommen haben? Karotten und Fisch. Ich hasse Karotten und Fisch. Ich liebe Steine, Spitzhacke. Wenn wir Stein abbauen, dann repariert sich die Spitzhacke. Als wenn ich mich mit einem Handtuch abtrockne und nass werde. Ich will die haben. Holzfäller, Spitzhacke. Leute, das ist dämlich. Wir haben eine Spitzhacke, mit der wir komplette Bäume abholzen können. Mit einer Spitzhacke. Ja, nee. Ist klar. Die Bäume waren das Zeichen für Schulfrieden? Das wusste ich nicht. Das hat mir keiner gesagt. Als nächstes haben wir Trollverzauberung. Trollos Troll AG. Trollo, der gemeine Trollhase. Seine Augen. Schwarz wie seine Seele. Wir haben 4 Troll-Effekte. Die sind echt gemein. An diesen Steinen dürfen wir die Trolls testen. Mit welcher kann man wohl am besten seine Freunde ärgern? Finden wir es heraus. Als erstes zerbrechlich. Damit gehen Werkzeuge schneller kaputt. Dann Farmbling. Damit bauen wir viel langsamer ab. Schaut es euch an. Das ist so extrem. Wenn man heimlich starke Werkzeuge von jemandem damit verzaubert, der wird komplett ausflippen. Man zerstört langsam Blöcke, aber man zerstört schnell Freundschaften. Ha, Schattentroll. Die Spitzhacke geht einfach langsam kaputt, obwohl wir nichts machen. Wie gemein ist das denn? Ohne Mist, diese Trollverzauberungen sind der Wahnsinn. Das müsst ihr bei euren Freunden machen. Was ist hier draußen eigentlich los? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was wir hier draußen haben. Moment mal, da ist wieder unser gelber Freund, Big Mac, so unterernährt. Hallöchen, was machst du denn hier? Ich will den Stein abbauen, aber es geht nicht. Moment, mit einer Schaufel? Bist du bescheuert? Dafür brauchst du eine Hake. Wir haben ein Ei aus Erde. Außerdem haben wir 5 neue Schaufeln. Mit den Schaufeln müssen wir dieses Ei öffnen. Hier, Solarschaufel. Wenn wir Blöcke abbauen, dann regeneriert sich die Schaufel. Ich glaube, die ist in einen Kessel Heiltrank gefallen. Eternal. Eine Verzauberung, mit der unser Werkzeug nicht mehr verschwindet. Ich hoffe, wir können keine Karotten verzaubern. Die mag ich nicht. Die können gerne verschwinden. Resistant. Mit diesem Effekt gehen Items nicht mehr kaputt. Wir können Werkzeuge in Lava baden. Das ist perfekt für richtig seltene Gegenstände oder für Kekse. Unzerstörbare Kekse. Wenn wir einen unzerstörbaren Keks essen, werden wir dann auch unzerstörbar? Aua, ich höre ja schon auf. Magnet. Das ist so stark. Wenn wir Blöcke abbauen, dann landen sie automatisch in unserem Inventar. Das ist richtig praktisch. Wenn man einen Diamanten über Lava abbaut, gar kein Problem. Diese Schaufel ist mega OP. Wenn wir eine Kiste markieren, dann landet alles, was wir abbauen oder besiegen, in der Truhe. Alle Effekte funktionieren mit allen Waffen und Werkzeugen. Was ist eigentlich hier in diesem Ei? Moment mal, da ist was Gelbes. Was ist das denn? Nicht du schon wieder. Überraschung. Ich bin ein gelbes Überraschungsei. Dein Ernst? Warst du nicht eben draußen? Als ob. Bist du bescheuert? Du kleine Nudel. So ein Ei muss man aufknacken. Was ist denn die Überraschung? Hä? Na warte. Mach, dass du wegkommst. Das hast du jetzt davon. Wie? Wir werden von der Schule geschmissen. Schon wieder? Wieso denn? Blödmann. Hey, nein. Oh, was? Der hat unseren Hund erschlagen. Das war mein Hund. Na warte, wir werden wiederkommen. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Schaut euch die letzten Abenteuer in der Schule an. Explosionen, starke Rüstung. Wir werden fett. Wir haben schon so viele Sachen erlebt. Einfach auf den Bildschirm klicken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Das war der Kopper. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ich gehe jetzt nach Hause.